Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Das Schloss Kleninge, welches ich heute besuche, liegt im Südwesten von Berlin und ist ein Sommerschloss des Prinzen Karl von Preußen. Die Architektur entwarf Karl Friedrich Schinkel 1825 und Prinz Karl von Preußen erfüllte sich hier seinen Traum von Italien. Und dieses wunderschöne Schloss möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Mit dem Kauf des Landgutes Kleninge war Prinz Karl der erste Sohn des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Und Königin Luise, der ein eigenes Anwesen besaß. Wie Friedrich Wilhelm zeigte auch Karl großes Interesse an der Kultur der Antike. Diese Leidenschaft für Antiken und andere Altertümer weckte und förderte bereits in der Kindheit der Erzieher des Prinzen Heinrich Graf Menno von Minutoli. Umso beeindruckender war für Prinz Karl die erste Italienreise 1822, auf der ihn die Harmonie zwischen Landschaft, Architektur und Antike begeisterte. Mit diesen Eindrücken zurückgekehrt, stand für ihn der Entschluss fest, sich diesen Traum von Italien im heimatlichen Berlin zu verwirklichen. Mit Skizzen zur Gestaltung einzelner Gebäude unterstützte Karls künstlerisch begabter Bruder Friedrich Wilhelm das Projekt. Einige Details dieser Vorschläge übernahm der Architekt Karl Friedrich Schinkel für eigene Entwürfe. Es entstand eine einzigartige, südlich anmutende Architektur- und Gartenlandschaft, die Prinz Karl mit Antiken aus seiner reichen Sammlung schmückte. Schinkel entwarf ein Sommerschloss im Stil des Klassizismus. Er veränderte den Grundriss, indem er den Hofdamenflügel in seiner Länge kürzte und mit dem Haupthaus verband, so dass sich der Gartenhof zum Landschaftspark hin weiter öffnete. Schinkel entfernte das hohe Dach und das nun flach geneigte Zinkblechdach wurde an den Ecken mit Schalen und Vasen geschmückt. Dem erst 10 Jahre zuvor erbauten halbkreisförmigen Balkonanbau aus der Zeit des Fürsten Hardenberg gab Schinkel eine strengere Form. Er gestaltete ihn rechteckig mit 2 Pfeilern. Die darüberliegende Nische ersetzte er durch 3 hohe Fenstertüren zwischen leicht vorgezogenen Pfeilern. Die Wände des Vestibüls, der Treppenaufgänge und die Treppenvorplätze im Obergeschoss hatten einen weißen Farbanstrich. Je nach Größe der Fläche waren sie durch dunkelblaue und kirschrote Linien in ein oder mehrere Felder gegliedert, deren Abschluss als Dreieck gestaltet war. Diese in ihrer Formensprache an einfache römische Malerei erinnernde Wandgestaltung ist in den 1990er Jahren rekonstruiert worden. Erhalten geblieben ist ein Gipsmedaillon mit dem Bildnis der Prinzessin Marie im Obergeschoss des Treppenaufgangs. Das in die Wand eingelassene Relief schuf der Bildhauer Christian Daniel Rauch. Aus der Zeit Prinz Karls ebenfalls noch erhalten ist die Schinkelsche Gestaltung des Eingangsbereichs zum 2 Stufen tiefer liegenden Gartensaal im Erdgeschoss. Der Raum des Vorbaus wird zum Saal hin von 2 dorischen Marmorsäulen unterbrochen. Prinz Friedrich Karl Alexander von Preußen war der 3. Sohn von König Friedrich Wilhelm III. Und Königin Luise. Er war preußischer General. Seine ältere Schwester Charlotte umsorgte ihn auch noch nach ihrer Heirat 1817. Karl war 1825 bei der Krönung seiner Schwester zur Zarin Alexandra Fjodorowna in Moskau anwesend und er begleitete sie auch im Alter noch oft auf Reisen.
Der Rote Saal war als Festsaal des Sommerschlosses wegen seiner Größe nur für kleinere Festlichkeiten geeignet. Für große Empfänge nutzte Prinz Karl die repräsentativen Säle seines Berliner Stadtpalais. Die zur Schinkelzeit sicher mit Gegenständen im Stil des Klassizismus ausgestatteten Räume erfuhren noch zu Lebzeiten des Prinzen Karl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Veränderung. Die heute verschollene Kaminfront im Neorokoko-Stil wurde schon 1951 gegen eine aus weißem Marmor ausgetauscht. Sie stammt aus der Schinkelzeit und war ursprünglich im Hofdamenflügel eingebaut. Auf einen Schinkelentwurf von 1830 geht auch ein 14-armiger, feuervergoldeter Reifenkronleuchter mit Glasbehang zurück, wie auch ein darunter stehender runder Mahagonitisch mit Mittelsäule und drei geschwungenen Greifenfüßen. An den ehemaligen Hausherrn und einige seiner Familienangehörigen erinnern großformatige Porträtgemälde und eine Büste mit dem Abbild des etwa 30-jährigen Prinzen Karl. Ein Gemälde Krügers von 1852 zeigt Prinz Karl als 51-Jährigen. In der Uniform eines Generals der Infanterie ist er mit dem Schwarzen Adlerorden, dem Roten Adlerorden, dem Königlichen Hausorden und dem Kreuz des Johanniterordens dekoriert. Ein Gemälde von Julius Schopper aus dem Jahr 1838 zeigt die 30-jährige Prinzessin Marie in romantischer Gartenlandschaft und ein um 1830 entstandenes Gemälde, darauf die jüngste Schwester des Prinzen Karl, Luise von Preußen. Das größte Gemälde im Roten Saal ist ein Reiterbild von Antonio Schrader. Es zeigt den preußischen König und Vater Prinz Karls, Friedrich Wilhelm III., während der Befreiungskriege. Unter dunklem Himmel ist im Hintergrund die Stadtsilhouette von Berlin sichtbar. Am 26. Mai 1827 heiratete Prinz Karl in Charlottenburg bei Berlin Prinzessin Marie, Tochter von Erbgroßherzog Karl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach. Auf Wunsch von Friedrich Wilhelm IV. Wurde 1852 der Johanniterorden wiederhergestellt und Prinz Karl zum Herrenmeister gewählt. Die Wiedergründung fand im Palais am Wilhelmplatz statt. An den Roten Saal grenzt das ehemalige Appartement der Prinzessin Marie. Der grüne Salon und das daran anschließende grüne Schlafzimmer waren im Schloss Glienicke ihre einzigen Privaträume. Zur heutigen musealen Ausstattung mit Schinkelmöbeln gehören zwei schwarz lackierte Polsterstühle und ein gepolsterter Armlehnstuhl mit vergoldetem Tiefschnitt und vergoldeten Bleiornamenten. Diese sind Reste einer Sitzgarnitur von 1828, die ursprünglich im Wohnzimmer der Prinzessin Marie im Berliner Palais am Wilhelmplatz stand. Die schwarz lackierte Ruheliege mit rosafarbener Tuchbespannung sowie vergoldeter Bleiornamentik am Fußende war im ausgehenden 18. Jahrhundert ein beliebtes Möbelstück für das elegant eingerichtete Damenzimmer.
Ein kleiner Beistelltisch zeigt auf einer von der königlichen Porzellanmanufaktur gefertigten runden Porzellanplatte Medaillons mit Motiven von verschiedenen Berliner Gebäuden und des Casinos im Kliniker Park. Das ehemals türkisfarbene Schlafzimmer der Prinzessin Marie erfuhr bereits 1889 eine bauliche Veränderung. In schlichter Form gehalten ist ein Toilettentisch mit verspiegelter Rückwand von 1820. Die Wände schmücken Gemälde mit italienischen Landschaftsdarstellungen sowie ein Blick auf Glienicke vom Potsdamer Neuen Garten ausgesehen. An den roten Salon grenzt nach Westen das ehemalige Appartement des Prinzen Karl, beginnend mit dem weißen Salon, auch Marmorzimmer genannt. Dessen schinkelsche Raumgestaltung konnte anhand von Fotos rekonstruiert werden. Die Kopien der im Grundrissplan von ca. 1826 eingezeichneten Ecksofas bekamen wie das Original eine weiß lackierte Holzrahmung, eine fast bis zum Boden reichende Sitzpolsterung und ein gepolstertes Rückenteil mit rotem Stoffbezug. Als Wandschmuck sind Gipsbüsten auf Konsolen vor rosettenförmigen Wandnischen ausgestellt. Die Büsten stellen Prinzessin Marie, den Gartenarchitekten Peter Josef Lené und Karl Friedrich Schinkel dar. Vorbild waren Modelle des Bildhauers Christian Daniel Rauch. Marie war 16 Jahre alt, als sie 1824 erstmals ihren späteren Mann, den Prinzen Karl von Preußen, begegnete. Erbgroßherzogin Maria Pawlowna war mit ihren beiden Töchtern auf dem Weg nach Russland und traf sich in Frankfurt mit ihrem Bruder, dem Großfürsten Nikolaus, und dessen Gemahlin Charlotte. Dort wurden sie von den Prinzenbrüdern Wilhelm, das war der spätere Kaiser Wilhelm I., und Karl in Vertretung des preußischen Königs begrüßt. Bei diesem Treffen verliebte sich Prinz Karl in Marie. Von russischer Seite allerdings wurde eine Verbindung des Prinzen Wilhelm mit Marie sowie des Prinzen Karl mit der jüngeren Augusta erwogen. Über 2 Jahre zogen sich die Verhandlungen bereits hin, bis es schließlich der Zarenmutter Maria Fjodorowna gelang, ihre Tochter umzustimmen. Die Eltern der Braut waren nun beide bereit, der Heirat Maries mit Karl zuzustimmen. Das anschließende blaue Eckzimmer war die Bibliothek und das Arbeitszimmer des Prinzen Karl. Wenige Bücher aus der zuvor gut ausgestatteten Bibliothek Prinz Karls und persönliche Gegenstände sind in einem kleinen Bücherschrank ausgestellt, der aus dem Nachlass des Kunsthistorikers Sievers stammt. Den langjährigen Bediensteten Mor Ahmed, der 1828 erstmals als Diener des Prinzen Karl erwähnt wurde, malte Konstantin Schröter. Bibliothek diente auch das ehemalige rosa Kabinett der Fürstin Hardenberg dem Prinzen Karl als Arbeitszimmer. Der kleine Raum beherbergt in Vitrinen ausgestellte Reststücke von Porzellanen, silbernem Tafelgeschirr, Glasgefäße und Aquarelle aus dem Besitz des Prinzen. Prinz Karl
Karl erwarb die Klinikeranlage im Alter von 22 Jahren. Da er ein hohes Alter erreichte, konnte er Kliniken fast 60 Jahre ausgestalten und erweitern lassen. Die Gartenanlagen wurden zunächst von Lenné entworfen und bis 1853 durch Hofgärtner Friedrich Schojan ausgeführt. Vor der Neugierde befindet sich ein Brunnen, ein von der Bronzefigur eines Milchmädchens bekrönter großer Findling. Die Bronze war 1827 ein Geschenk von Karls Schwester Charlotte in St. Petersburg. Dargestellt ist die sprichwörtliche Milchmädchenrechnung der Fabel von Fontaine. Die Neugierde war ein Pavillon, in dem man ungesehen hinter Stores verborgen und damit ungeniert neugierig den Verkehr auf der Berlin-Potsdamer Chaussee betrachten konnte. Der Teepavillon entstand nach 1796. Wohl erst 1848 bekam auch der Pavillon die Funktion eines Sammlungsbaus. In die Vorhalle wurden nun größtenteils erhaltene antike Mosaiken, Wandmalereifragmente und Inschrifttafeln eingefügt. Nachdem bereits 1824 das baufällige Dach abgebaut werden musste, wurde die Neugierde ein Jahr später für Prinz Karl von Schinkel als eine der ersten Baumaßnahmen in Klinike in strengen dorischen Stilformen umgestaltet. Das Vorhallenportal zum Garten erhielt dabei zwei Säulen. Durch den Umbau erhielt der Pavillon einen sehr ernsten Charakter, der an der Gartenseite fast an ein Mausoleum erinnerte. Während der Pleasure Ground ausschließlich zu Fuß begangen wurde, wurde der Park weitgehend mit der Kutsche besucht. So machte Prinzessin Marie fast nur Ausfahrten. Gästen wurde der Park auch mittels Kutschfahrten gezeigt. Als Hausgarten befinden sich hier Wasserspiele, plastische Kunstwerke und Tortenbeete. Auch einige Beete in geometrischen Formen, die vermutlich durch den Fürsten Pückler beeinflusst waren. Der Neubau der Kliniker Brücke ab 1831 bedeutete für den Pleasure Ground eine kleine Gebietserweiterung, da die neue Brücke parallel zur alten Holzbrücke errichtet wurde. An dieser neuen Gartenecke wünschte sich der Kronprinz eine runde Laube, wozu er Ende Januar 1835 auch erste Skizzen lieferte. Die 16 Säulen bestanden damals aus hochmodernen Terrakotta-Werkstücken. Die Einweihung vermerkte der Hofmarschall im Journal unter dem 2. Juli 1835. Der Tee wurde auf dem neuen Pavillon im Garten nahe der Brücke getrunken. Nördlich der großen Neugierde erstreckt sich das 1824 von Schinkel entworfene Casino. Das ist italienisch und heißt Häuschen. Hier führt die Südtreppe zum Gebäude hinauf.
Im Casino befinden sich im Erdgeschoss zwei nach der Kriegszerstörung rekonstruierte Räume mit den wenigen verbliebenen vollplastischen Stücken der antiken Sammlung. Im Obergeschoss befand sich eine kleine Wohnung für Gäste. Hier wohnten hochstehende Personen, denen man die eigentlichen Gästezimmer über dem Pferdestall des Kavalierflügels nicht zumuten wollte. Gelegentlich bezog auch das Prinzenpaar die Wohnung, um besonders nahestehenden Gästen, beispielsweise dem Zarenpaar, die eigenen Räume im Schloss überlassen zu können. Die unmittelbare Umgebung des Casinos war durch viele architektonische Details skizziert, die zum großen Teil auf Schinkel zurückgingen. Von denen sind nur einige erhalten, so an der Nordpergola die Adlersäule und das Löwenwandbrünnchen. Vieles ist verloren, wie die Pflanzkübel auf der Abschlussmauer und die Brunnenschale aus Hardenbergs Zeiten im Endabschnitt der Pergola. Der Klosterhof wurde 1850 zwischen Casino- und Gewächshausbau als spätestes Gebäude des Pleasure Grounds errichtet. Er ist in seiner Struktur, seinen Bauformen und mit seiner Ausstattung der ungewöhnlichste Bau im Kliniker Park. Formaler Anlass des Baus war die Unterbringung von Karls umfangreicher Sammlung mittelalterlicher Schatzkunst und der byzantinischen Plastik, die der Prinz zumeist über den Kunsthandel erworben hatte und die bis dahin in der sogenannten Waffenhalle des Stadtpalais aufbewahrt wurden. Zum Bau des Klosterhofs wurden in Venedig gezielt historische Bauglieder angekauft, die verbaut werden konnten. Der Klosterhof besteht aus einem Vorhof und dem schon zu Prinz Karls Zeiten verschlossenen, kreuzgangartigen inneren Hof, zu dem vermutlich nur das Prinzenpaar und der Inspektor Zutritt hatte. Der Vorhof verweist durch eine hohe Säule mit dem Markuslöwen auf Venedig. Die Arkaden des Kreuzgangs werden von gotischen Doppelsäulen getragen, die auch das Eingangsportal flankieren. Sie stammen aus einem Kloster bei Venedig. Prinz Karl erwarb sämtliche Bauglieder über den Kunsthandel und schuf damit die erste Sammlung byzantinischer Kunstwerke im modernen Europa. Die früheste bekannte Erwähnung des Klosterhofs befindet sich in einem Brief des Prinzen Friedrich Karl an seinen Vater Karl Alexander von Preußen vom 12. August 1851. Die Erwähnung verblüfft, weil sie keinesfalls von wissenschaftlichem Studium, sondern von einem sehr profanen, wenn auch romantischen Zweck des Klosterhofs berichtet. Wenn das Wetter es erlaubt, frühstückt Mama gewöhnlich im Klosterhöfchen, wo es wirklich reizend ist. Beim Frühstücken saß man vermutlich auf den Bänken in der Bogennische unter dem Sarkophag in Betrachtung der von der Morgensonne beschienenen Arkaden und lauschte dem Springbrunnen in der mittelalterlichen Brunnenmündung in der Mitte des Hofes. Im Schloss ist das erste Hofgärtnermuseum Deutschlands untergebracht. Während die Gärten rund um Schlossanlagen Menschen aus aller Welt begeistern, ist über ihre Väter meist wenig bekannt. Deshalb wird in Schloss Glienicke über den Beruf des Hofgärtners informiert. Dokumente zeugen vom alltäglichen Leben und Schaffen der Gartenkünstler. Pflanzpläne und viele Facetten der Gartengestaltung vergangener Zeiten werden gezeigt. Die Möbel stammen aus dem Besitz des königlichen Oberhofgärtners Theodor II. Nieter. Wie die Wohnhäuser, so zeugt auch das qualitätsvolle Möbeljahr vom hohen gesellschaftlichen Rang der Hofgärtner.
möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten und die bezaubernden Parkanlagen gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!